Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute auf eine kleine Reise zwischen Träumen und Wirklichkeit einladen. Ich habe zwei wunderschöne, ausdrucksvolle Orakelkarten aus der Serie Mystische Momente für dich vorbereitet. Lass die Karten auf dich wirken lassen. Die Karten schenken dir ein bisschen Trost, Aufmunterung und Inspiration, die du in deinem Leben einsetzen kannst. Entscheide dich für eine Karte, die zu dir am besten passen könnte. Schatz der Erinnerung. Tief versinken sieht sie im Gras. Sie schaut melancholisch in die Ferne und ihre Gedanken scheinen gleichzeitig in die Vergangenheit zu driften. Mit beiden Händen hält sie einen Ballon fest, der mit Wolken gefüllt ist. Diese Wolken symbolisieren Erinnerungen. Einige davon sind so kostbar, dass sie diese auf keinen Fall loslassen möchte. Vergangene Erfahrungen sind zwar wichtig für unsere Entwicklung, aber wir sollten uns nicht über sie definieren. Das würde Stillstand bedeuten. Und wir können nicht ewig so weiterleben, wie wir es früher einmal getan haben. Denn wir verändern uns, unser Umfeld verändert sich. Unsere Zukunft bringt neue spannende Erlebnisse. Was uns jedoch für immer bleibt, sind die Erinnerungen an geliebte Menschen, an glückliche Momente. Und diese Schätze schenken uns Kraft. Jene Kraft, die wir brauchen, um uns selbst mutig weiterzuentwickeln, zum besten Version unseres Ich. Der Garten. Stolz steht sie in ihrem üppigen grünen Garten. In ihren Armen hält sie zwei Knollen. Von den großen Pflanzen hängen zwei kleine Häuser hinab und auch das Kleid der Frau hat sich in ein Gebäude verwandelt. Ihre Beine scheinen fest mit dem Boden verwachsen zu sein. Sie ist eine Seelengärtnerin. Kümmert sich liebvoll um all ihre Seelenanteile und wird dadurch immer stärker. Längst hat sie die verletzenden Angriffe auf sich selbst eingestellt. Selbstfürsorge und Mitgefühl für die eigenen Belänge machen sie zu einer reifen, in sich gefestigten Persönlichkeit. Deine Seele ist dein Garten. Du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Hör auf, so hart mit dir zu sein, statt dich ständig selbst zu kritisieren, geh behutsam mit dir um und schütze deine Grenzen, damit keine ungebetenen Gäste wie Neid, Eifersucht und Scham in ihm eindringen können. Sobald wir damit begonnen, den Botschaften unserer Seele zu lauschen, hören wir damit auf, Gefühle als gut oder schlecht einzustufen. Wir schauen sie uns an
und untersuchen, was sie uns sagen wollen. Und dann hören wir sie in Liebe. Und dann lösen wir sie in Liebe auf. Unser Seelengarten ist ein heiliger Ort. Er ist unsere wahre Heimat. Ich hoffe, dass die Beschreibungen für die wunderschönen Karten euch ganz gut gefallen haben, und ich möchte gerne euch die anderen Karten auch vorstellen, aber jetzt sage ich bis bald.